Hallo aus Italien! Ihr seht es vielleicht, wir haben ein bisschen die kalten Temperaturen Deutschlands hinter uns gelassen und sind hierher in den Süden gefahren. Warum wir hier sind, wie lange wir bleiben wollen und wie überhaupt der Status von unserem Van-Ausbau ist, das erzählen wir euch heute alles in diesem Video. Los geht's! Zuerst springen wir aber nochmal zurück. Das hier ist der erste Stellplatz, auf dem wir jetzt hier in Italien übernachtet haben. Wir sind hier ganz in der Nähe von Trient und eigentlich wollten wir hier gar nicht landen. Wir wollten nämlich eigentlich auf einem Stellplatz übernachten, ja, auf einem unserer absoluten Lieblingsstellplätze hier in Norditalien, wo wir vor ein paar Jahren zum ersten Mal gelandet sind. Ein Stellplatz, ein kostenloser, offizieller Stellplatz mit kostenloser Fähr- und Entsorgung und sogar mit kostenlosem Strom, vor allem aber mit einer ja, traumhaften Aussicht hier runter ins Tal. Der Stellplatz ist da oben auf einem dieser kleinen Berge und da wollten wir gestern hinfahren. Allerdings war die Zufahrtsstraße dazu gesperrt und wir hätten dann einen Umweg von 45 Minuten fahren müssen, nur um da hochzukommen. Da hatten wir dann keine Lust drauf, weil wir waren schon irgendwie 12 Stunden unterwegs. Stattdessen haben wir dann bei Park4Night geschaut, ob es irgendwas anderes hier in der Umgebung gibt. Und ja, hier in diesen Weinbergen, will ich fast sagen, zwischen diesen Weinfeldern, haben wir diesen Platz gefunden. Es hat die komplette Nacht durchgeregnet, deswegen ist es hier so nass. Und die Hauptstraße ist auch gar nicht so weit weg, die hört man jetzt wahrscheinlich. Heute Nacht war es hier aber komplett ruhig, also eine absolut feine Nacht und ja, eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Setting. Ich denke, so im Frühling und Sommer könnte es hier wirklich traumhaft schön sein. Aber jetzt springe ich zurück ans Steuer und wir fahren ein paar hundert Kilometer weiter Richtung Süden. Und falls ihr euch fragt, wo wir hier ganz genau sind, wir werden unsere komplette Tour auch dieses Mal wieder per Polar Steps aufzeichnen. Das heißt, die GPS-Koordinaten unserer kompletten Tour, unseres kompletten Roadtrips werden getrackt. Und sobald wir wieder zu Hause sind, binden wir euch das Ganze auf unserer Webseite ein. Den Link findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Da es die Nacht über fast komplett durchgeregnet hat, konnten wir am nächsten Morgen auch an der Straßenunterführung feststellen. Die stand nämlich ganz schön unter Wasser. Für unseren Knausi war das aber zum Glück kein Problem und so waren wir wenig später auf dem Weg weiter Richtung Süden. Ab Trient haben wir uns dazu entschieden, die mautpflichtigen Autobahnen zu nehmen. Für uns ist das definitiv die Ausnahme. Normalerweise sparen wir uns das Geld lieber, sind etwas länger unterwegs und genießen die schönen Landschaften bei einem etwas entspannteren Reisetempo. Da wir hier aber eine ziemlich lange Strecke vor uns hatten und man in Italien auf nicht mautpflichtigen Straßen häufig nicht allzu flott vorankommt, haben wir uns dieses Mal für die Autobahnen entschieden. Für die gesamte Fahrt von Trient bis in den Süden Italiens haben wir insgesamt 61,70 Euro bezahlt. Für eine Strecke von über 800 Kilometern und eine Zeitersparnis von fast 4 Stunden lohnt sich das allemal, finden wir. Wer von Salerno aus noch weiter in den Süden fahren will, der kann sich übrigens darüber freuen, dass ab dort auch die Autobahnen mautfrei sind. Praktisch für alle, die über Land bis nach Sizilien wollen. Für die Fahrt bis Trient, also für den Weg über die Alpen bis nach Norditalien, haben wir uns aber auch dieses Mal wieder für die Variante ohne Maut entschieden. Wir finden, die Strecke über Österreich ist auch abseits der Autobahn sehr gut zu befahren. Und landschaftlich sehr schön ist sie noch dazu. Wir haben den Weg von Füssen über die Fernpassstraße 179 bis zum Reschenpass gewählt. So spart man sich sowohl die österreichische Vignette als auch die Sonderabgabe für die Brenner-Autobahn. Auf dieser Karte, die wir euch unter dem Video in der Videobeschreibung verlinken, haben wir euch die 8 bekanntesten Routen über die Alpen bis Norditalien zusammen mit ihren jeweiligen Kilometerangaben und Mautkosten zusammengestellt. Guten Morgen aus einem kleinen Ort, irgendwo ein Stück südlich von Neapel. Wir sind gestern knapp 850 Kilometer gefahren und dann im Dunkeln hier angekommen und jetzt sind wir eigentlich in der Ecke, wo wir hin wollten. Wir wollen uns nämlich ja
eigentlich vor allem die Amalfiküste anschauen. Die steht seit Jahren auf unserer Wunschliste. Das soll ja wirklich unfassbar schöner Küstenabschnitt sein. Und wir hatten uns sehr darauf gefreut. Aber jetzt kommt die Ernüchterung. Hier ist für die gesamte nächste Woche, fast für 10 Tage, schlechtes Wetter angesagt. Das hatte sich in den letzten Tagen schon angedeutet. Aber jetzt sieht es wirklich so aus, ja, dass es hier ab morgen ziemlich kalt und vor allem recht nass werden soll. Jetzt gerade sieht es eigentlich ganz nett aus. Es hat die Nacht über zwar geregnet, aber ja, jetzt, wenn man hier aufs Fenster rausschaut, könnte man sagen, ein Traum. Also wir stehen hier direkt am Strand, die Sonne scheint. Was will man mehr? Aber wie gesagt, der Schein trügt da und das nicht nur, weil hier super viel Müll rumliegt, wie wir heute Morgen festgestellt haben, aber ja, das Italien, da hinten liegt sogar ein gestrandetes Boot im Wasser und rostet da vor sich hin. Naja, wie gesagt, wir packen dann jetzt also unsere Sachen und fahren noch mal ein Stück weiter Richtung Süden und da melden wir uns dann ganz in Ruhe. Wir machen uns also auf den Weg weiter der Sonne entgegen. Wie vorhin schon gesagt, geht das ab Salerno glücklicherweise kostengünstig und relativ schnell, denn die Autobahn hier ist mautfrei. Ganz so schnell geht es dann aber doch nicht, denn die Strecke ist bergiger und kurvenreicher, als wir erwartet hätten. An den Bergen hängen zudem immer mal wieder Wolken und Nebel fest. War es die richtige Entscheidung, hierher zu fahren? Und jetzt sind wir hier. Der Wetterbericht sollte recht behalten, zumindest erstmal. Es scheint die Sonne. Ja, wir haben einen sehr, sehr tollen Platz hier gefunden, auf dem wir jetzt heute Nacht schon geschlafen haben. Wir stehen hier direkt am Strand, ein paar hundert Meter von ein paar Strandbars entfernt, die jetzt im Winter geschlossen haben. Hier war es heute Nacht mucksmäuschenstill. Ja. Es war nur so ein bisschen das Rauschen der Wellen zu hören. Und heute Morgen kam einmal ein Fischer vorbei und hat sein Boot hier unten ins Wasser gelassen. Aber ansonsten ist hier wirklich weit und breit gar nichts. Ja. Wir sind hier so weit abgelegen, dass wir jetzt sogar ausnahmsweise mal auf einem Freistehplatz unsere Stühle rausgeholt haben, um uns hier ein bisschen in die Sonne zu setzen. Also ja, so darf es sehr, sehr gerne weitergehen. Jede Sonnenstunde saugen wir förmlich auf. Es ist noch ein kleines bisschen frisch. Also ich sitze hier mit T-Shirt, aber das Thermometer zeigt nur, ich glaube, 12, 13 Grad. Mhm. Aber das dürfte von hier aus an ja eigentlich nur aufwärts gehen, hoffentlich zumindest. Mhm. Und wie gesagt, die Sonne scheint, das macht ja direkt einen riesigen Unterschied. Wir haben auch gerade mal nach dem Wetter auf Sizilien geschaut, das ist von hier ja wirklich nicht mehr weit. Nee. Und da sollen es in den nächsten Tagen so 17, 18, 19 Grad werden bei sehr viel Sonnenschein. Also ja, wir haben das Gefühl, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, hierher zu fahren. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Aber warum sind wir hier und bauen nicht weiter unseren neuen Van aus? Ja, wir haben es ja schon vor ein paar Wochen in unserem Weihnachts-Update-Video gesagt.
das Wetter in Deutschland, der ständige Dauerregen, die Dunkelheit und die Kälte, vor allem auch in der Halle, in der wir ausbauen, haben uns ziemlich zugesetzt und es uns sehr schwer gemacht, ein positives Mindset zu bewahren. Ja, und dazu kamen dann noch so super viele verzögerte Lieferungen für den Van-Ausbau. Die Erkenntnis, dass jeder Ausbaustep länger gedauert hat als gedacht. Sehr viel länger. Ja. Ja, und dann wurde zu einem Überfluss auch noch unsere Website gehackt. Und all diese Dinge zusammengenommen haben dann dazu geführt, dass wir schon damals gesagt haben, dass wir etwas ändern müssen, da unsere psychische Gesundheit wirklich gelitten hat. Ja. Und da wir in der sehr privilegierten Position sind, jederzeit Deutschland verlassen und theoretisch ja von jedem Ort in der Welt arbeiten zu können, haben wir uns dann überlegt, dass wir gerne bis zum Frühling irgendwo hinfahren wollen, wo es wärmer ist, wo wir unsere Batterien wieder aufladen können und euch auch ein paar schöne Reisemomente einfangen können. Und da ist unsere Wahl ziemlich schnell auf Italien gefallen, genauer gesagt auf Süditalien, denn hier unten gibt es noch viele Ecken, die wir bisher noch gar nicht kennen. Also wir waren zwar 2020 schon mal ausgiebig in Italien und sind da auch bis ganz runter an den Zipfel, bis in die Ferse des italienischen Stiefels gefahren, aber eben Apulien. Nur an der Ostküste in Apulien, genau. Den ganzen Westen, alles südlich von Neapel, mussten wir damals wegen Corona auslassen. Und daher wollen wir uns das jetzt anschauen und sind schon sehr gespannt. Ja. Definitiv. Und genau da, also in Neapel, da wollten wir jetzt ja eigentlich starten mit dem Vesuv und vor allem mit der Amalfi-Küste und uns dann eben langsam aber sicher den Weg hier runter in den Süden bahnen und vielleicht auch noch nach Sizilien übersetzen. Ja. Die Amalfi-Küste jetzt zu machen, das hat nicht sollen sein, aber das machen wir dann ganz am Ende als krönenden Abschluss. Ja. Und wir haben jetzt insgesamt 5,5 Wochen Zeit. Dann haben wir einen wichtigen Termin in Deutschland und dann geht auch der Van-Ausbau weiter, denn wir haben in keiner Weise vor, das Projekt abzubrechen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben auch schon wieder ganz viele Sachen bestellt, damit es dann eben hoffentlich auch relativ zügig vorangehen kann. Und das ist auch noch ein Grund. Einer der nächsten Arbeitsschritte ist das Einkleben der Dämmung im Van und dafür darf es nicht kälter als, ich glaube, 15 Grad sein. Ja. Weil dann einfach durch Kondensation Feuchtigkeit auf dem Blech entsteht und die Dämmung dann nicht vernünftig kleben bleibt, zumindest nicht dauerhaft. Dafür macht es jetzt also auch Sinn, noch mal ein bisschen zu warten, bis es wärmer wird. Aber wie gesagt, so oder so brauchten wir eben diese Pause und nutzen dann jetzt diese Freiheit, die wir haben, hier eben jetzt unterwegs zu sein. Unser Termin in Deutschland hat auch was damit zu tun. Wir haben in unserem Weihnachtsvideo ja schon gesagt, dass wir in 2024 noch ein großes Überraschungsprojekt vor uns haben. Und unser Termin in 5,5 Wochen in Deutschland spielt da eine entscheidende Rolle. Mhm. Was das ist, das werden wir euch dann zum Abschluss unserer Italien-Tour verraten, würde ich sagen. Ja. Ihr müsst euch noch ein kleines bisschen, ein paar Wochen noch gedulden. Nicht ganz so lange warten müsst ihr aber, bis unser nächstes Video hier aus Italien kommt. Das kommt nämlich hoffentlich in 7 Tagen. Wir werden jetzt wieder versuchen, wie zuvor auch, jeden Sonntag einen neuen Teil davon zu veröffentlichen. Das sollte auch klappen, denn hier gibt es sehr, sehr viel zu erkunden, soweit ich das überblicken kann. Was mich aber dazu bringt, wenn ihr Tipps und Empfehlungen zu Süditalien und vielleicht auch zu Sizilien habt, dann schreibt uns die bitte unten in die Kommentare. Wir haben uns einen Reiseführer gekauft, den wir ja jetzt mal angefangen haben zu lesen, der uns bisher aber ehrlicherweise gar nicht so richtig gut gefällt. Also vielleicht grooven wir uns damit auch noch ein. Ich habe erst die ersten so 20 Seiten ungefähr gelesen. Ja. Die haben mich jetzt noch nicht so richtig gepackt. Also ja, soll heißen, wir sind dankbar über jeden Tipp. Schreibt uns gerne eure Empfehlungen. Und damit würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wir machen es kurz heute. Wir versuchen euch ein bisschen der Sonne zu schicken und hoffen, dass ihr einen schönen Tag habt. Viele liebe Grüße aus der Ferne. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.